Guten Tag und herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Christine Schumann. In dieser Folge unserer Reihe Deutsch als Zweitsprache geht es um berufsbezogenes Deutsch, also darum, wie es um den Zweitsprachenerwerb im beruflichen Kontext steht. Seit Januar 2024 werden anstelle der bisherigen Berufssprachkurse, auch BSK genannt, die sogenannten Job-BSK, also Job-Berufssprachkurse, angeboten. Sie sind Teil des vom Arbeitsministerium aufgesetzten Job-Turbus, der Geflüchtete schneller in den Arbeitsmarkt bringen soll. Ich wollte wissen, worin sich die beiden Konzepte unterscheiden, also Berufssprachkurs und Job-Berufssprachkurs, und welche Erfahrungen Träger mit diesem neuen Job-BSK machen. Dazu habe ich mit Iris Beckmann-Schulz von der Passage GmbH in Hamburg gesprochen. Dort ist auch die Fachstelle berufsbezogenes Deutsch angesiedelt. Frau Beckmann-Schulz ist seit über 20 Jahren in diesem Bereich unterwegs und hat vielfältige Erfahrungen gesammelt. Und weil sie wirklich viel über das Thema weiß und aktuelle Entwicklungen gut einzuordnen weiß, ist das Interview ein wenig länger geraten als sonst. Aber für diejenigen, die sich für Deutsch als Zweitsprache im Beruf interessieren, vergehen die knapp 40 Minuten schnell. Versprochen. Guten Morgen, Frau Beckmann-Schulz. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben, für uns dieses Interview zu machen, für Bildung auf die Ohren. Und ich wollte Sie jetzt erstmal bitten, kurz vorzustellen. In dieser Folge unserer Reihe Deutsch als Zweitsprache geht es um berufsbezogenes Deutsch. Also darum, ja, wie es mit Zweitsprachenerwerb im beruflichen Kontext Deutsch, die bei Passage seit Januar 2024 werden anstelle der bisherigen Berufssprachkurse auch BSK genannt, im Zentrum von die Hamburg, sogenannten Job-BSK, also ein kleines Viertel mit so lauter Weiterbildungsträgern, die sich ganz sie sind Teil des vom Arbeitsministerium aufgesetzten Job-Turbus, der Geflüchtete schneller in den Arbeitsmarkt bringen soll. Ich arbeite. Ich wollte wissen, worin sich die beiden Konzepte unterscheiden, also bei Berufssprachkurs, Job-Berufssprachkurs und welche Erfahrungen Träger mit diesem neuen Job-BSK machen. Ich habe Sprachlehrforschung dazu habe ich mit Iris Beckmann-Schulz von der Passage GmbH in Hamburg gesprochen. Dort ist auch die Fachstelle berufsbezogenes Deutsch angesiedelt. Frau Beckmann-Schulz ist seit über 20 Jahren in diesem Bereich unterwegs und hat vielfältige Erfahrungen gesammelt. Und weil sie wirklich viel über das Thema weiß und aktuelle Entwicklungen gut einzuordnen, ist das Interview ein wenig länger geraten als unter dem Dach der Diakonie. Aber für diejenigen, die sich für Deutsch als Zweitsprache im Beruf interessieren, vergehen die knapp 40 Minuten schnell. Versprochen. Guten Morgen, Frau Beckmann-Schulz. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben, für uns dieses Interview zu machen, für Bildung auf die Ohren. Und ich wollte Sie jetzt erstmal bitten, kurz vorzustellen. Aus der Praxis heraus, von Teilnehmern der Frage, ich lerne jetzt zwar Deutsch, aber ich arbeite in der Fachstelle, das ist so meine Lebensdeutsch, bei Passage, sondern ich will arbeiten, ich muss dringend Geld verdienen, ich muss Weiterbildung verdienen, ich kriege so wenig aus dem Asylbewerberleistung gleich gegenüber der Gesetzten, dass ich darauf anwirbel mit so lauter Weiterbildungsträgern, die ganz eng um die Arbeitsagentur zu behandeln als Unterlöhne und das wir im Staat haben, deutlich geworden, dass auch wir wenig Arbeitssituationen eigentlich von Menschen, die hierher kommen, auch um sich zu integrieren und in den Arbeitsmarkt zu integrieren, wie wenig das zumindest in der Zeit ernst genommen wurde. Hab vorher also mit wilden Themen in der Sprachlehrforschung studiert, auch aber nicht mit denen, die Menschen Deutsch als Fremdsprache, wie hieß das damals noch, Deutsch als Zweitsprache, persönliche Bedarfe waren. Kannte man noch nicht so, was habe ich gemacht, habe dann erstmal in einem beruflichen Kompetenzkurs, kann ich mir in Beratungsstelle, Sprachkurs, Ort für Flüchtlinge, damals Anfang der 90er noch verboten, hatte dann an erster Stelle zum Glück sehr bewandert der Diakonien, aber und bin dann einige Jahre als Referent zusätzlich in meiner Schulbehörde sehr eingeschränkt war und habe mich da mit dem Kurzfragen sogar nicht zu dem ganzen Thema Deutsch als Zweitsprache und Arbeitsmarkt, aber auch schon vorher in meiner Teilhabe an Qualifizierungs- und Bildungsmaßnahmen, bin ich immer wieder konfrontiert worden aus der Praxis heraus von Teilnehmern der Frage, ja, das war quasi auch kaum möglich, auch will gar nicht anderen, weil die Schule bestellt war, das ist meine Lebensrealität. Und so hat mich dieses Thema über all die Jahre immer beschäftigt und als dann 2005 das Förderprogramm aus dem Asylbewerberleistungsqualifizierung ausgesetzt wurde, dass ich darauf eine Projektidee einzuarbeiten könnte. Deutsch am Arbeitsplatz wurde aufgenommen als ein Projekt und das war so deutlich geworden. Dann hatten wir wenig Lebenssituationen eigentlich von Menschen, die hierher kommen, auch um sich zu integrieren und in den Arbeitsmarkt zu integrieren, auch wenig das Thema in der Zeit ernst genommen.
Das lief dann also schon parallel zu dem, was Deutschland seit 2000 beschäftigt hat, aber nicht mit dem, wie die Menschen tatsächlich ESF geförderte Programme haben, was ihre persönlichen Bedarfe waren. Das BAMF. Und so habe ich gemacht in meinen Jahren auch schon. Und hatten auch schon den Auftrag, dieses mir in Deutschland vorstellen, wie komme ich Sprachförderprogramm jenseits der Integrationskurse noch verboten als Projekt im Rahmen des Programms gewandelt in den letzten Jahren und dann später als Fachstelle diese auch fachlich zusätzlich leitend. So, das ist ja eigentlich von Anfang an immer so kurz und gut. So kam ich zu diesem ganzen Thema einbringen konnte. Deutsch als Zweitsprache und Arbeitsmarkt und Qualifizierung, auch Teilhabe an Qualifizierung und auch Bildung von Anfang an Lehrkräftequalität. Das war auch noch so ein ganz dürres Pflänzchen. Dass die Lehrkräfte, das war quasi auch Sprache möglich, auch unter anderem, weil die Sprache Deutsch als Zweitsprache für Integrationskurse. Und so hat mich dieses Thema über all die Jahre immer beschäftigt. Viel mehr braucht, und als dann 2005 das Förderprogramm Arbeitsmarkt und Integration und Qualifizierung ausgeschrieben wurde, da habe ich für diese Zugewanderte gut arbeiten zu können. Und Deutsch zum Arbeitsplatz wurde aufgenommen als ein Projekt im Hamburger Netzwerk. Ja, und dann so fing das an. Und das Ganze ist ja dann auch, uns auch als eine wie man sieht, in den 20 Jahren auch gut aus in diesem Förderprogramm. Über das sehr 2010 auch zu diesem Thema berufsbezogenes Deutsch. Das lief dann schon parallel zu dem, was es dann 2016 gab, bundesweit, ja die Berufssprachkurse angefördert haben, der Verordnung der Deutschförderung. Das, und so förderten wir in den Jahren auch schon Deutsch, dann hatten auch schon den Auftrag, dieses Programm seit fast 8 Jahren Sprachförderprogramm, da ist ja richtig was ausgebaut worden. Und als Projekt im Rahmen des damals 2016 das eben und dann später als diese berufsbezogene Sprachförderung begleiten. Dieser ESF-Nische von Anfang an immer so, heißt ja immer so, auch unsere Inhalte einbringen, was der Staat nicht macht, wird über ESF gefördert und dass man eben erkannt hat, dass das jetzt von Anfang an Lehrkräfte eine sehr wichtige Aufgabe ist auch gesehen haben, unbedingt anschließend die Lehrkräfte, die so allgemeinsprachlich ausgebildet waren. Und so ist eben ja auch das Gesamtprogramm Sprache, GPS dann entstanden, mit die noch sehr viel mehr brauchen an Kompetenzen, um eben in diesen die Arbeitsmarkt und Qualifizierungsbezogenen Kurse so recherchiert oder für Zugewanderte gut arbeiten zu zusammengestellt und auch hat, und Deutsch als Zweitsprache in der Berufsbildung und habe gesehen, dass sich da unglaublich viel Expertise sammelt. Ja, so fing es an und das Ganze ist ja dann auch jetzt, wie man sieht, in den 20 Jahren auch Material, die da auch gesammelt haben und wie viele Informationen man da bei Ihnen abrufen kann. Ja, genau, also wir haben uns sehr früh angefangen mit unserem Internetportal deutschamarbeitsplatz.de. Dort eben zu sammeln, die es schon gibt, weil wir auch Deutsch haben, man muss nicht jedes neu erfinden, weil das Verordnung ist ja so ein bisschen immer in dieser Projektlandschaft, Landschaft, dass seit jedem neuen Projekt geboten werden, alles wieder 8 Jahren inzwischen. Da ist ja richtig was ausgearbeitet. Wir haben viel gesammelt, aber wir haben auch viel eigenes 2016 das eben an Praxismaterial, Qualitätsstandards, ESF-Nische ausgeführt wurde. ESF heißt ja immer Sonderförderung, eine gute Grundlage, was der Staat macht, zur Orientierung über ESF gefördert. Und eben ein breites Angebot an Fortbildung. Das ist quasi schon eine sehr wichtige Aufgabe, dass wir anschließend über Print und allgemeinsprachliche Integrationstools. Und so ist eben ja auch das Gesamtprogramm Sprache, GPS dann entstanden mit diesen zwei Komponenten, sondern eben auch durch gute Schulungsangebote. Die Fachstelle digital inzwischen, das haben wir dann sehr schnell mit Corona haben wir natürlich sehr schnell umgestrickt auf, was die Kollegin beim Bildungsserver zusammengestellt hat, digital, zu Deutsch als Zweitsprache. Aber wir machen auch das eine oder andere, dass sich da unglaublich viel Expertise sammelt. Wie steht es denn eigentlich um Deutsch als Zweitsprache? Ich fand es sehr beeindruckend, wie viel Material Sie da auch gesammelt haben. Sie haben ja gesagt, da hat sich sehr viel Informationen man da bei Ihnen abrufen kann. Es sind auch für ja, genau, also wir haben sehr früh angefangen, die Bedingungen besser geworden, sowohl was die den Besuch von Sprachkursen angeht, als auch was die Integration in den Arbeitsmarkt angeht. Die es schon gibt, weil wir auch gedacht haben, man muss so allgemein sagen, was gut läuft, ist ja so ein bisschen immer dieser Projektelandschaft, dass mit jedem neuen Projekt wieder alles wieder von vorne. Also man kann sagen, gut läuft. Da wollten wir so ein bisschen gegenarbeiten. Wir haben viel gesammelt, aber wir haben auch viel Eigenes entwickelt. Dann nach einem Einbruch an Praxismaterialien, Corona, Qualitätsstandards, die wieder steigen, das hat sich zu verschiedenen Themen, wie man unschwer sie auch wahrscheinlich sehen kann, die Praxis auch mit zur Orientierung gewandert aus der Ukraine. Und eben ein breites Angebot an Fortbildung. Das ist sozusagen immer noch so unser spätestens im letzten Jahr, dass wir nicht nur übergegangen sind. Da hat sich bis letztes Jahr die Zahlen
dass Menschen, sprich Lehrkräfte, in der Statistik unterstützen, dass sie es erstmal sehr positiv gute Schulungsangebote. Das heißt, die Kurse werden mehr digital inzwischen. Das haben wir dann sehr schnell mit Corona haben wir natürlich sehr schnell umgestrickt, unsere Formate. Es gibt von nach wie vor sogar Wartezeiten, auch länger. Aber wir machen auch das eine oder andere Raum. Das ist was, was nicht so gut läuft, dass auch der ländliche Raum immer noch auf Deutsch als Zweitsprache im beruflichen Kontext. Sie haben ja gesagt, da hat sich sehr viel verändert in den letzten Jahren. Es sind auch für ein Punkt ist, den man sich auch genauer oder Geflüchtete die Bedingungen besser geworden, sowohl was die, den Besuch von Sprachkursen angeht, als auch was die Integration in den Arbeitsmarkt angeht. Sehr, sehr gering. Können Sie so allgemein sagen, was gut läuft und wo, gibt, wo es Schwierigkeiten oder Handlungsbedarf gibt noch aus Ihrer Sicht? Vermute ich ein Hintergrund. Also man kann sagen, wenn jetzt nochmal läuft, dass sich die Zahlen, die Teilnehmer angeguckt hat, und eben das neue Format nach einem kleinen Einbruch konzipiert hat, darauf kommen wir ja noch inzwischen wieder steigen, das hat unser Gespräch, wie man eben mit diesem Job-BSK schneller sehen kann, in den Arbeitsmarkt mit den Zugewanderten aus der Ukraine zu tun, die ja erstmal in Integrations- Was glauben Sie denn, woran das liegt? Sie haben ja jetzt Jahre, jahrzehntelange Erfahrung. Das würde mich tatsächlich interessieren. Da wir haben in den ganzen Jahren die Erfahrung gemacht und auch vor allem auch im Rahmen des erhöht, laut Statistik des BAMF, dass da, wo positiv Sprache das heißt, die Kurse werden in Anspruch genommen, konkreten Bedarf zugewiesen am Arbeitsstrukturen, die Menschen wissen, wofür sie es lernen es und auch nach wie vor sogar so Wartezeiten, auch längere Wartezeiten, das heißt, lernen den Raum, dass es aus nicht so gut läuft, um dann aber wieder immer noch auf Sprachbildung zurückzukehren, also immer den Ankerpunkt. Vielleicht auch so ein bisschen, ich lerne etwas, sondern ich trainiere etwas, ich probiere es aus, ich trainiere es am Arbeitsplatz oder in meiner Ausbildung, in der Qualifizierung, dass die und habe dann aber die Möglichkeit, auch wieder zurückzukommen mit den Fragen, die sich sehr, sehr gering ist, sprachliche Art, um das wieder in den Kurs oder ein wie immer geartetes Flaschen ist, auch Sprachbildungsangebot zu bringen, ich einen Hintergrund und dort weiter zu vertiefen, sich die Berufssprachkurse so genauer an Sprachkompetenz ausgebaut und eben das neue nicht nur isoliert, das voneinander trenne und das konzipiert hat, da ist es nämlich das später auch programmatisch so vorgesehen, um eben mit diesem Job BSK schneller Bestand in den Arbeitsmarkt insgesamt und ein Monat davon war Praktikum. Was glauben Sie denn, woran das liegt? Sie haben ja jetzt Jahre, jahrzehntelange Erfahrung. Das würde mich tatsächlich interessieren. Ja, dass manchmal wir Träger in den ganzen Jahren der Praktikumsphase eher Schwierigkeiten haben, das BSF noch voll am Ende abzurechnen. Dass da, wo die Teilnehmenden teilweise über das eng verknüpft wird, schon in den Bedarf gekommen sind. Am Arbeitsplatz. Wenn die Menschen wissen, wie auf dieser Kurse war und auch und das schnell wie möglich Modell, das gelernte Einsatz und Ausprobieren von Praxis, um dann aber wieder immer wieder in diese enge Verzahnung zurückzukehren. Das ist also immer den Anker durchzieht. Auch was ich lerne etwas, was ich trainiere etwas, ich unterstütze und was natürlich dann ich trainiere auch es am Arbeits- die Integration in meiner Ausbildung, Arbeitsqualifizierung und habe dann aber die Möglichkeit auch wieder jetzt muss ich aber doch nochmal nachfragen, weil ich nicht ganz sicher bin, ob ich es richtig verstanden habe. Also das Modell, 6 Monate, 5 Monate Sprachkurs, 1 Monat Praktikum, das gehört jetzt zu diesen neuen Jobberufssprachkursen. Und dort weiter zu, das war im alten Programm. Das war im alten Programm. So, aber Sie sagen, 2016 ausgelaufen ist. Und wenn ich mich isoliert voneinander trenne, und deshalb komme ich erst der engen Praxisverknüpfung, das ist programmatisch so vorgesehen. Nicht übernommen. Die ESF-BAMF-Kurse bestanden aus 6 Monate insgesamt nicht aus. Und 1 Monat davon war verwaltungsjuristisch. Das hat sich wirklich ausgewirkt. Von ESF auch auf Zahlen der Arbeitsmarkt. Diesen Praxisblock einmal. Ich habe es nie verstanden. Ich war Träger. Was nach genau der Praktikumsphase eher Schwierigkeiten hatten. Ja, die Hürden waren dabei, ja, warum man das voll am Ende abzurechnen. Die Buchsprachkurse die Teilnehmenden teilweise über das Praktikum des Vorläuferprogramms der jetzigen Buchsprachkurse. Was jetzt Ziel auch dieser Kurse ja wieder, ne, diesen und Druck, das finde ich dieses Modell heraus, in der Ansatz in Diskussionen, Leute sollen raus aus dem Bezug Sprachbildung, Bürgergeld, beziehungsweise von das ist etwas, was sich durchzieht, was schneller in den Arbeitsmarkt unterstützt und was natürlich dann auch eigentlich wieder auf diese Integration auf den Arbeitsmarkt oder in Qualifizierungsmaßnahmen Deutschland unterstützt.
Jetzt das muss heißt, ich doch nochmal nachfragen, weil ich nicht ganz sicher Fehler gemacht wurde, wird jetzt mit diesem also dieses Modell sechs Monate, so fünf Monate später wieder behoben, der Fehler. Ein bisschen, ja, also ganz behoben würde ich nicht sagen, aber man hat ja mit dem Job, nee, das war im alten Programm, aber was 2016 ausgelaufen ist und leider, das wollte ich sagen, leider wurde dieser Aspekt der engen Zulassung ja auch mit Beschäftigten noch stärker auch und nicht übernommen. Genau, aber ich wollte noch mal einmal zurück ging, zu dem, was läuft ging gut nicht und aus, was müsste verbessert werden. Also was läuft Gründen, gut? Die weil Zahlen im Rahmen von ESF konnte man gut der Berufssprachkurs, das läuft einmal. Ich habe es nie verstanden, ich bin keine Juristin. Es werden wirklich genau auch da die berufsbezogenen, ja, die Hürden waren dabei, warum man das nicht auch in die Sprachkurse übernehmen konnte, weil es gibt eigentlich sehr bewährte für Personen des Vorläuferprogramms der jetzigen, die eben im Rahmen ihrer beruflichen Anerkennung einen bestimmten Sprachkurs diesen Druck auch aus dem Arbeitsmarkt heraus, in der politischen Diskussion, Leute sollen raus aus dem Bezug von besondere Kurse, Geld beziehungsweise die Prüfung am Ende des Leistungen hin mit schneller in den Arbeitsmarkt und haben das Job, was ich sehr wichtig finde. Da greift das läuft alles wieder auf, diese enge Verzahnung auch von Praxis und auch an spezifischen Angeboten im Rahmen der Berufssprachkurse. Das heißt, nachdem dieser Fehler gemacht wurde, wird jetzt mit dem Job BSK, wie man es auch so kurz nennt, wieder behoben, der Fehler. Ein bisschen, ja, also ganz behoben würde ich nicht sagen, aber man hat ja mit dem Job BSK ein sehr viel flexibleres Format Tausende von Lehrkräften konzipiert. Das läuft alles gut, was hier stärker dringend zum Arbeitsmarktbedarf besteht, und ja auch ist einmal noch stärker auch Überalterung auch des Lehrpersonals. Genau, aber ich wollte noch mal einmal zurück sehr wenig zu dem, was Junge läuft gut und was wenig was müsste Nachwuchs verbessert werden, der in diese also Arbeit was geht, was die Zahlen auch gut, die Besuche der Berufssprachkurse, das läuft alles was gut, man niemandem verdenken kann, weil es werden Beschäftigungsbedingungen nach wie vor nicht günstig sind. Also wir haben eine Diskrepanz, wir haben einerseits an vielen Universitäten Kurse auch für Personen mit Anerkennungsverfahren, schon seit längerem, die eben seit neuer ihrer beruflichen Anerkennung ein Studiengänge für Niveau erreichen müssen, Deutsch sogar an einem Standort, das heißt, es gibt Absolventen auch bei den Gesundheits- von Universitäten, da gibt es die aber besondere Kurse, die so auch gut wie gar die nicht in am Ende des Welt gehen, was erreicht werden einfach weil muss, mit umfassen und auch mit finanzieren, lieber, was ich sehr wichtig hier stellen. Das läuft an der Uni, DAAD spezifisch zahlt auch gerade auch an spezifische Leute in die Welt, was auch im Rahmen der Berufssprachkurse. Aber wir brauchen dringend Lehrkräfte, wir haben gut qualifizierte Nachwuchs, der aber nicht unbedingt Eingang findet in diese Lostätigkeit, weil eben die Beschäftigungsbedingungen nach wie vor nicht auf den Markt gebracht sind. Also die Honorartätigkeit der Lehrkräfte, Thema zwischen Scheinselbstständigkeit und das läuft alles gut, was wo dringend noch Verbesserungsbedarf besteht. Wir haben eine Überalterung auch vielen Lehrkräften und Trägern aktuell ins Haus steht. Sehr wenig das macht Junge, es alles nicht besser, auch also die festangestellten Kräfte werden in diese Arbeit unter dem Tarif bezahlt, der ihnen eigentlich, also für Abschluss, was man niemandem Abschluss verdenken kann, zustehen würde und die Beschäftigungsbedingungen nach wie vor manchmal sehr hohen nicht Stunden günstig hat sind. Also die Arbeitsbedingungen sind wir haben einerseits tief an vielen und das Universitäten, ist das, was für Sorge macht. Weil das, ich finde immer, es ist seit längerem wichtige auch neuere müsste eigentlich eine ganze studiengängliche Aufgabe ähnlich wie Deutsch die sogar Schulbildung von Kindern und das heißt, es sind Absolventen, Absolventen hier von Universitäten, hochwertige die aber Ausbildung bekommen, so gut wie gar nicht in dieses Feld gehen, einfach weil die Beschäftigung gut versorgen und die beiden lieber Anreize schaffen, stellen ganz klar an der Uni, DAAD und eigentlich wäre das auch eine Frage von mir gewesen. Man hört ja alle Orten, also das ist ein Stichwort aber Werkverträge und wir haben gut monatliches sicheres Einkommen, der aber nicht wenn man den Stundenlohn sich anguckt, muss ich sagen, könnte man eher davonlaufen. Weil eben die Beschäftigungsbedingungen nach also es gibt nicht nur diese Werk- und Honorarverträge, also es gibt sehr Honorartätigkeit jetzt mit dem Thema Lehrpersonal, was angestellt ist bei Trägern, aber dann oftmals auch Nachforschung seitens der Rentenversicherung und ich jetzt gar nicht reden, dem, was da alles weit von vielen Lehrkräften und Trägern aktuell ins Haus steht, prekär. Das macht es alles nicht besser. Angestellte mit einem festen Arbeitsvertrag Angestellte werden oft weit unter dem Tarif bezahlt, der ihnen eigentlich dort der Abschluss, akademischem Abschluss zustehen würde und das, da ist aber im Moment etwas manchmal sehr hohen Stundendeputat. Dass sich zumindest die Arbeitsbedingungen sind überhaupt nicht attraktiv und das ist das, was bei den Lehrkräften so Sorge macht, etwas tut. Ich finde immer, es ist so eine man da eine Aufgabe, eine Grenze, eine ganz hoheitliche Aufgabe ähnlich wie
die Schulbildung von Kindern und da die Beschäftigungsbedingungen wirklich eine zu verbessern und damit auch Qualität des Unterrichts und der Kurse auch zu verbessern. Ist es dann bundesweit oder ist es Ländersache? Bundesweit. Ein kleiner Schritt wäre das dann. Genau. Die Fachaufsicht über die Berufsfachkurse. Tatsächlich wäre das auch eine Frage von mir gewesen. Man hört ja alle Orte. Also das ist ein Stichwort über Werkverträge und kein monatliches sicheres Einkommen. Und wenn man den Stundenlohn sich anguckt, muss ich sagen, könnte man eher davon laufen. Das stimmt. Also es gibt nicht nur diese Werk- und Honorarverträge, sehr wohl auch, ich sage jetzt mal vorsichtig, Lehrpersonal, etwas Bewegung drin. Fest angestellt und das ist auch notwendig, weil wenn wir bei der Altersstruktur, die im Moment da ist, und über den wir jetzt gar nicht in Zukunft denken, weil auch die Demografie schlägt da noch viel mehr zu als in anderen Bereichen. Also da muss Angestellte mit einem festen Arbeitsvertrag, Angestellte, gut qualifizierte, ich würde gerne noch mal zurückkommen auf die Unterscheidung, also was jetzt dieses Job-BSK, was seit Januar diesen Jahres in die Umsetzung gekommen ist, worin sich das eigentlich unterscheidet zu den bisherigen Berufssprachkursen. Wie Sie quasi bei der Ausgestaltung dieser Rahmenbedingungen, und wie Sie da vorgehen, beziehungsweise worauf man da achten muss. Einziehen. Ja, also dieser Job-BSK ist ja erst relativ frisch auf dem Markt, Beschäftigung des Jahres. Und das Entscheidende ist, dass das BAMF verzichtet auf diese engen Vorgaben. Bisher war es so, dass ist das dann bundesweit oder ist es Ländersache? Bundesweit. Also ein kleiner Schritt wäre das dann auch. Genau. Die Fachaufsicht über die Berufssprachkurse ist davon das Arbeitsministerium, die ausführende Behörde ist ja das BAMF möglich. Und gerade dem Arbeitsministerium liegt sehr daran, da eben auch ein sehr großer Fortschritt, weil das natürlich so ein flexibleres Arbeiten zu sorgen. Und in diesem Zuge ist in der Vergangenheit sehr viel gerade befragt, ich sage jetzt mal vorsichtig, weil auch etwas Bewegung vorher schon im Rahmen der Deutsch auch notwendig, weil wenn Förderung, wenn der Altersstruktur im Moment da ist, möglich. Das heißt, Unternehmen also in Zusammenarbeit, die Demografie schlägt dann noch viel mehr zu als in anderen zugelassen. Also für die Berufssprachkurse konnten die Berufssprachkurse auch in Unternehmen. Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf die Unterscheidung, also was jetzt dieses Job-BSK, was seit Januar diesen Jahres quasi in die Umsetzung gekommen ist. Worin sich das eigentlich unterscheidet zu den bisherigen Berufssprachkursen. Und wie Sie quasi bei der Ausgestaltung der Rahmenbedingungen, wie Sie da vorgehen, beziehungsweise worauf man da achten muss. Darauf sich das dann noch ein bisschen Dieser Job-BSK ist ja erst grundsätzlich frisch auf dem Markt seit Anfang des Jahres. Aber die Unternehmen haben uns immer gesagt, das Entscheidende ist, dass hier in der BAMF, das ist viel zu verzichtet auf diese engen Vorgaben. So lange war es so, dass wenn wir nur vier oder sechs immer nur diese Stundenformat pro Woche, drei Stunden Unterrichtseinheiten schaffen, an die Arbeit anzudocken, ist man da voll zur Arbeit abgerückt und sagt, und dann soll vor der Schicht oder nach der Schicht sind möglich, Deutschkursbesuche sind ein Kurs, da geht nicht mehr ein Job als vielleicht. Das ist schon mal ein sehr großer Fortschritt, maximal. Das ist natürlich und wenn man das rechnet, wie lange das dauert. Wir haben in der Vergangenheit sehr viel Unternehmen. Das hat auf die Unternehmen abgeschaltet. Auch das ist so, dass entweder oder in Deutsch ganz große blinde Förderung im Rahmen der Berufsfachkurse von Beschäftigten so lange bei der Stange bleibt. Das heißt, mit Unternehmen flexibleren Zusammenarbeit mit einem von 100 bis 200 Kursträger, ist das schon für Berufsfachkurse. Konnten so Berufsprachkurse auch in Unternehmen, es sind kleine Gruppen möglich, stattfinden. Von Teilnehmenden, ein kompliziertes Verfahren da mit der Refinanzierung, die Finanzierung, dann bestimmte Brutto, wie wir auch mal Geld am Ende haben, also Brutto A, muss man schon sieben Personen nicht unterschritten werden und dann am Ende Anteil die vier erforderlich und so weiter. Das ist noch sozusagen am Ende des Kurses, auch beim Job-BSK, nur dann komme ich den Kurs hoffe ich, dass man noch ein bisschen Lockerung reinkommt. Auch sehr gut ist im Rahmen, aber grundsätzlich war das auch früher schon auch mit Finanzierung. Unternehmen haben uns immer gesagt, pauschal bis 400 UE, das so ist eine Art Anbahnung und anstatt darf man das so lange durchhalten. Und wenn wir genau nur vier oder sechs Stunden pro Woche sollen die sowieso Teilnehmenden lernen, schaffen, an die Arbeit an genau ist der Bedarf die Leute am Arbeitsplatz und dann soll bevor sie entweder vorbereitet oder nach der Schicht oder wo sie jetzt schon Deutschkurs besucht werden oder in der Qualifizierung, die sie erwartet. Sechs Unterrichtsstunden maximal. Gefordert. Was sind und wenn man das rechnet, wie lange das dauert, schlicht, da sind wir Jahre gesprochen, das hat auch die Unternehmen abgeschreckt.
Das ist kommen so, die Unternehmen oder entweder auf Sie das ganz zu? Große Gewinde, wie das stelle ich mir das vor? Sehr interessante Frage. So lange bei der Stange bleiben. Da gibt und es, also ich glaube, rein formal und formal 100 bis vor allem 2 Wege vorgesehen, ist das schon sehr viel geschafft. Unternehmen, das kommt den Unternehmen direkt auch entgegen. Das BAMF, es sind kleine Gruppen beziehungsweise auch das von Teilnehmenden und das auch gesammelt wird, entweder das Finanzierung dann der Träger darf auch sein Geld am Ende haben und muss man schon sagen, 7 Personen mit 7 Jobcenter laufen, am Ende dann teilnehmen, da brauchen 3 noch sozusagen am Ende des Kurses bei der Stange zu haben, denn nur dann bekomme ich den Kurs. Wir gehen hier in Hamburg, was auch sehr gut ist im Rahmen dieses Jobbings, einen anderen Weg, das auch mit informieren, gerade dabei einen großen Pauschalen zusammenzustellen, wir als Träger so eine Art Anbahnung und ein Bedarfserstmal in einem Vorfeld breiter genau hoffen wir Unternehmen darüber, dass sollen dieses Angebot Teilnehmenden gibt lernen. Und dass wir als Passage ganz bereits genau erstmal einen Termin abzumachen, um zu erfragen, für den sie entweder vorbereitet der werden oder wo sie jetzt um dann auf dieser Grundlage einen oder in der Qualifizierung, die sie erwartet, das ist das, was ich vorher sagte, was genau notwendig gefordert ist. Was sind die Schritte, die eng am Arbeitsmarkt was muss schlichten, Verstand genau die Bedarf von den also Lesen genau geschrieben werden. Von den beteiligten die Unternehmen Akteuren, bis hin zu den zu zukünftigen wie? Teilnehmern. Wie das vor? Genau? Sehr interessante müsst Frage. Lesen, schreiben. Da gibt es also, ich glaube, rein formal sind und sprechen können. Vor allem zwei. Also das heißt, es gibt keine Vermittlungsstelle in der Zentrale. Also tatsächlich stelle ich mir vor, wenn jemand hierher kommt, meinetwegen nicht nur als Asylbewerber oder klassischer Geflüchtete, sondern jemand, der und das noch einwandern möchte, wird, entweder es gibt das keine BAMF zentrale sammelt, Stelle, wo man hingehen kann und sagen kann, von Unternehmen, ich möchte gerne, ich habe die und die Qualifikation zusammen, und ich bräuchte aber noch die und die Jobcenter laufen. Teilnehmer in Hamburg gibt es das Welcome Center, eben Betriebe sagen, mit Personal, das dafür zuständig ist. Brauchen noch ich kann ich aber jetzt nicht wir sagen, gehen hier in Hamburg zum Beispiel genau das Welcome Center in Bezug auf die Jobbasis und mit dem BAMF und mit dem Jobcenter zusammenzustellen, wir als Träger. Ich habe jetzt nur, wir haben jetzt mit dem BAMF hier in Hamburg mal in einem, wenn bei uns breiter tatsächlich Unternehmen akquirieren, Unternehmen darüber, dass es dieses Angebot gibt, kommen Sie nachher, wir machen Massage, Sie machen da Ihren Bedarf und erstmal einen Termin aus. Machen, um zu erfragen, was überhaupt Fragen dafür der Unternehmen alles genau um dann auf dieser Grundlage einen Kurs Tisch setzen und quasi das ist das, was ich vorher sagte, was dringend notwendig ist für diese Kurse. Auf der Grundlage analysieren wir die Bedarfe und gehen damit man die genau die Bedarfe. Wir glauben, sonst also genau wäre das Richtige für Sie. Von den beteiligten Akteuren bis hin zu den zukünftigen Teilnehmenden, was genau Beantragung müsst ihr lesen, schreiben. So haben wir jetzt für die nächsten Monate das Verfahren hier mit den sprechen können. Also das heißt, es gibt keine Sie gehen dann in ein Unternehmen Zentrale. Und dann also muss das Unternehmen, vor, so wenn jemand Interesse haben, sag ich mal, an mindestens 7 Asylbewerber oder klassische Geflüchtete, sondern jemand, genau. Der es müssen große Unternehmen möchte, sein. Keine Zentrale. Und was machen denn die kleineren Unternehmen? Ja. Und was machen die, also die können das ja gar nicht abfordern. Und ich bräuchte aber noch oder die aber kleinere Unternehmen, die Überinnung und die Kinder auch gibt es das Welcome Center, die darauf aufmerksam sind, Personal, das dafür zuständig ist. Und ich kann sagen, wir haben da nicht zwei, Frau Schumann, die zum Beispiel da genau das Welcome Center in Bezug auf den Jobcenter und wir beantragen mit dem BAMF und mit dem Jobcenter mal über den Träger XY. Ich sage jetzt nur, wir haben jetzt mit dem BAMF hier so in Hamburg vereinbart. Wenn bei uns irgendwie tatsächlich Unternehmen an einem Ort in einem Betrieb stattfindet oder auch beim Weiterherbeträger stattfindet, Sie machen da oder das muss man da sehen, aber auch wir haben da so einen ausgefeilten sehr nah an den Bedarfen dazu, der Arbeitsplatz alles genau abfragen. Auch so Beteiligten an einen Tisch setzen. Und wie bekannt und quasi ist das? Ja, das kann ich Ihnen überhaupt nicht auf sagen. Auf der Grundlage analysieren wir noch da nicht und gehen damit nochmal das Unternehmen sagen, wir glauben, gesagt, wir machen das Richtige von uns aus. Als und dann Träger. Kommt das BAMF Sprachkursträger und dann geht zufällig die auch die Veranstaltung großbezogenes Deutsch. Im Hause so haben wir jetzt für die nächsten Monate uns eben die Expertise da, mit Unternehmen eben diese Interviews zu führen. Sie gehen dann in ein Unternehmen und dann muss das Unternehmen so Interesse haben, sag ich mal, an mindestens 7 Leuten, die Sie da hinschicken können. Das heißt, es müssen große Unternehmen sein. Was machen denn die kleineren Unternehmen? Und was machen die? Die können das ja gar nicht anfordern. Oder aber kleinere Unternehmen, die Erinnerung und am Ende kann sie sind, der darauf aufmerksam werden und sich zusammen die Teilnehmenden jetzt wirklich was und sagen, wir haben da zwei, wir dann idealerweise, das dass wir immer ganz, ganz wir uns zusammen und so eine Art Auswertung, Evaluierung mit allen Beteiligten mal über den Träger. Wie wichtig XY dabei ist ja, dass auch diese Job-BSK keine Einfachheit, so einen Job, sondern wenn es nach uns ginge,
Ist es an einem Ort, in einem Betrieb stattfindet so oder auch bei Weiterbildungsträgern stattfindet auf den Geschmack oder das muss man da sehen, aber auch Sprachbildung am Arbeitsplatz sehr nah an den Bedarfen der Arbeit, welche Verantwortung Sie auch als Unternehmen und Arbeitgeber haben. Und wie bekannt ist für die weitere Sprachbildung? Das kann ich Ihnen überhaupt nicht sagen. Ich finde, es ist immer so eins zu sagen, ja, deshalb haben wir ja jetzt gesagt, wir machen von uns Förderketten und wenn die da rauskommen, dann müssen doch entweder mehr Deutsch auch nee, die Fachstelle so funktioniert es so nicht. Deutsch, gerade wenn man im Hause hat, wie Herr Heil das bei uns ist, mit der Expertise da, das Unternehmen so diese Interviews zu führen, diese Bedarfe zu ermitteln, maximal diese Analyse vorzunehmen und dann die direkt in Arbeit in die Hand zu nehmen und sagen, so, das ist jetzt ein Curriculum für ein Job, die Verantwortung auch der Arbeitgeber für eine weitergehende Situation, die kannst du Prozessbegleitung noch einbauen. Hier kannst du dann in den Lernstellen Unternehmen stattfinden. Und am Ende kannst also das ist uns ganz wichtig, noch Perspektivwechsel, wenn die Teilnehmenden nicht nur alles im Vorfeld, sondern am Ende arbeiten idealerweise im Lernprozess, weil dort sprechen wichtig. So dort eine Art Auswertung, dort sind sie konfrontiert mit den Anforderungen. Weil am Ende ist es ja auch nicht anders auch als bei Kindern, sag ich mal. Ne? Die lernen zwar schneller, sondern aber Kinder, die gerade frisch eingewandert sind, ein die werden einfach in den Kindergarten oder in die Schule gesteckt so und lernen dann im direkten Umgang. Das ist ja das Merkmal auch von Deutsch als Zweitsprache im Vergleich zu Deutsch als Fremdsprache. Also da ist ja wirklich eine Konzeptänderung dahinter, dass man sagt, also man lernt die Sprache durch Sprechen in der Umgebung. Ganz genau. Und wenn das dann noch immer so einkiert wird durch auf das weniger oder gezielt eingesetzt, so diese Förderketten und wenn die da rauskommen, müssen die doch endlich mal Sprachbildung als Sprachförderung so funktioniert am Arbeitsplatz. Gerade wenn man jetzt so genau darauf ausgerichtet ist, was haben die Leute in der Vorbereitung am Arbeitsplatz, was ist ihnen begegnet, wo waren Probleme da? Maximal die eins, wo merken Sie, da kommen Sie nicht mit direkt in Protokoll eventuell schreiben oder irgendein Formular ausfüllen oder ein Recht gilt dann bedienen und die Verantwortung so auch gucken und haben vielleicht was falsch eingetragen oder haben eine Produktionsliste für die Woche, haben da was falsch gelesen, wo sind Probleme aufgetreten und wo haben sie vielleicht das als Ärger wichtig, dass man so etwas mit in den Sprachunterricht vorfällt, der sukzessive begleitet. Und wenn das nicht mehr Deutsch sprechen ist, weil vielleicht Deutsch sprechen so aufwendig ist, dass man dann aber hier mit den Anforderungen. Am Ende ist es ja auch nicht anders als bei Kindern, sag ich mal. Ne? Die lernen zwar schneller, aber Kinder, die gerade frisch eingewandert sind, die werden auch einfach in den Kindergarten oder in die Schule gesteckt und lernen dann im direkten Umgang. Das ist ja das Merkmal auch von Deutsch als Zweitsprache im Vergleich zu Deutsch als Fremdsprache. Da ist ja wirklich eine Konzeptänderung dahinter, dass man sagt, also man lernt vielleicht durch mit einer Stunde pro Woche ganz freigestellt. Ganz genau. Und wenn das dann noch so in der Stunde wird, wenn ihr zwei euch mal weniger, aber gezielt eingesetzte Stunden das letzte Teamprotokoll Das über Sprachbildung und Sprachförderung. Ombudsfrau an der Seite ist Sprachbildung, die genau darauf ausgeht, zuständig. Was haben die Leute in den letzten drei Tagen am Arbeitsplatz, Sprachbildung am Arbeitsplatz? Wo waren Probleme da? Wo wollen Sie, wo merken die gesamte Schicht mit? Sie mussten das voll eventuell schreiben oder ein Formular ausfüllen oder eine isolierte Veranstaltung und vorgeschlagen, gar nicht durch und haben vielleicht was falsch eingetragen oder alle mitverantwortlich auch. Eine Produktionsliste für die Woche haben da was falsch gelesen. In erster Linie auch die Unternehmen Probleme aufgetreten und wo haben sie der Unterstützung durch Träger, in jeder Stadt oder in jedem Land oder und wenn das nicht mehr möglich ist, wie viele Träger es dann gibt. Ich glaube, es ist ist ein recht großes, weites Feld, aber man muss sich doch erstmal bemühen als Unternehmen. Man muss die Träger ausfindig machen. Sie haben in den letzten Kollegen 20 Jahren die Erfahrung gemacht, dass einfach Unternehmen erstmal von über die Mentoren betreiben und sich dass sie das brauchen, dass sie beschäftigt haben, das brauchen eine kollegiale Art und dass es Weise, gut ist. Dass das ist eine Kollegin XY und wo das gelungen ist, da ist auch was in Gang gesetzt worden. Dass sie dann auch da aber dieser Weg mit einer Stunde pro Woche Unternehmen freigestellt werden, weil dann gesagt mitgehen und da die Stunde Jobbild, ihr zwei euch mal zusammensetzen und eben nochmal da ansetzen und die Unternehmen für das Thema, ne, das Sprachbildung am Arbeitsplatz zu gewinnen, und weil Frauen dann an der Seite ist, weil flexibel auch in den Gruppengrößen und weil es gegeben ist, Sprachbildung am Arbeitsplatz, insgesamt der Team, in das gesamte Unternehmen, gesamte Schicht wollen. Das ist wichtig. Dass also das Sprachlernen übrig, bevor keine sich isolierte auch so Veranstaltung ist vorgeschaltet, sondern sich durchzieht, lebenslanges Lernen. Das ist meine große Hoffnung, dass durch diesen Job BSK tatsächlich sind dann so ein kleiner Teaser oder
Unternehmen gefragt, quasi mit der Unterstützung durch Träger wie Sie, ja dann in jeder Stadt oder in jedem Land oder hoffentlich, ich weiß es gar nicht so genau, wie viele Träger es dann gibt. Ich glaube, es ist ein recht großes, weites Feld, aber man muss sich doch erstmal bemühen als Unternehmen. Man muss die Träger ausfindig machen. Natürlich. Wir haben in den letzten 20 Jahren die Erfahrung gemacht, dass Unternehmen erst Zweisprachen überzeugt werden müssen, und dann gegebenenfalls, dass sie das brauchen, dass die Beschäftigten die Anforderungen, und dass es gut genügen, ist, und dass es eine effektive Qualifizierung und wo das gelungen ist, am Ende da ist auch nicht bestehen. Auch da ist Weiterbildung. Aber dieser Weg dahin, in der Situation, das Unternehmen sozusagen diesen Schritt auch mitgehen, und da sehe ich jetzt Job-BSK als einen super Hebel, da anzusetzen und die Unternehmen für das Thema Sprachbildung am Arbeitsplatz zu gewinnen, weil kleines Weiterbildungspersonal flexibel, auch in den Gruppengrößen, weil gegeben der sprachsensiblen Gestaltung ihrer Teilung, wobei ehrlich gesagt unsere Erfahrung mit Unternehmen drei zeigt, Sachen nehme ich jetzt mit. Zum einen ist die Politik gefordert, die Entlohnung und Bezahlung der Lehrkräfte. In dem das Bereich ist meine große Hoffnung, vor allem auch dass durch diesen Job-BSK also, so ein kleiner das Teaser oder Appetizer geschaffen wird, wo man dieses einfach besser Thema muss, dann nachhaltig da Bedingungen schafft für, weil ihn und auch auf dem Qualifizierungsmarkt und etablieren kann. Also die Leute ausgehen. Berufliche Qualifizierung, das Zweite war, dass sich die Unternehmen auch da, glaube stärker ich, ist engagieren zu tun, sollten, weil immer mehr diese Möglichkeiten von diesem Job-BSK immer mehr Maßnahmen bringen, Menschen, zugewanderte Menschen, die und das Dritte war das Thema mit der Fortbildung. Das ist tatsächlich auch ein wichtiges. Stell mir das gar nicht einfach die Anforderungen, so den Anforderungen unterschiedliche genügen, Menschen die in aus solchen fachlichen unterschiedlichen Ländern an sie gestellt und werden und am Ende mit die unterschiedlichen nicht bestehen, Sprachfähigkeit, auch da ist Weiterbildung, Sprachbegabung, glaube ich, in der in Situation, einem Kurs zu haben und zu schauen, wie lernt denn eigentlich jetzt jeder und jede von denen am besten, könnte, was brauchen die? Also was man in der Schule ja auch dauernd diskutiert, da sind ja die Lehrkräfte, lassen, sag ich mal, die drehen ja auch manchmal am Rad, dass sie das alles gar nicht umsetzen können, was sie theoretisch vielleicht im Kopf in der sprachsensiblen und Gestaltung bei ihrer fachlichen Erwachsenen ist es ja dasselbe Spiel und es ist nochmal anstrengender, weil die Leute auch nochmal anders motiviert Politik werden müssen. Gefordert, die und auch Entlohnung noch ein wichtiger Aspekt, Bezahlung mit der Lehrkräfte tun, in dem Bereich Deutsch als Zweitsprache, auch als Erwachsene lernen, sich nochmal auf diesen Weg begeben, also dass aber man das deutlich ja in der Regel sehr, ausbauen sehr muss, beziehungsweise einfach besser bezahlen muss, dass man da andere Bedingungen schafft für, und dieses weil Thema auch niemals aus den anderen Unternehmen und Bereichen und auch das erfordert die Leute ausgehen, seitens der Lehrkräfte. Das Zweite war, also auch ein Wissen dass über Strukturen, Wissen, wohin kann ich schicken, auch eine Art von Verweisberatung dann auch vorzunehmen. Von ein Beispiel, Job-BSK ich habe letztens vertreten in einem Kurs für ukrainische Geflüchtete, und das Dritte war das Thema mit der die im Bereich Hotelgastronomie sprachlich mir das vorqualifiziert gar nicht werden vor. Sollten. Waren alle so erst ein halbes Jahr in Deutschland Menschen und das war so ein Kurs mit Praktikum verbunden, nicht über das BAMF finanziert, mit unterschiedlichen sondern mit anderen Mitteln finanziert. Auch Sprachbegabung und während des Kurses, in einem Kurs ein zu haben da und zu schauen, wie lernt denn eigentlich jetzt jeder und jede von denen eine am besten, von den Teilnehmenden ist tatsächlich was man in der Schule ja auch dauernd diskutiert. Da sind die ja noch die nie Lehrkräfte davon und bereitet mal, die drehen ja auch manchmal vor, am Rad, dass sie das alles gar nicht eines Hotels, umsetzen können, was sie theoretisch so, vielleicht im Kopf haben. Wurde. Und bei, ja, bei also Erwachsenen so ist es schnell ja wie möglich in Arbeit. Dasselbe Spiel und es ist nochmal anstrengender, weil die Leute auch nochmal anders motiviert wie werden sie müssen. Als Pharmazeutin das und auch noch ein wichtiger Aspekt, man hat mit Erwachsenen zu tun, was sie dafür braucht, an die sie sich wenden muss. Als Erwachsene lernen, die sich nochmal auf diesen Teil nehmen. Aber und war natürlich in der Regel sehr, sehr war aber erstmal auf der ganz falschen Fährte, weil sie davon ausging, sie hat gar keine Chance. Sie kann sich alles in die jemand vorher studiert gemacht und auch hat, das erfordert fängt jetzt ein Frühstücksbuffet an. Also damit so, also auch ein Wissen so selten wie möglich passiert, auch immer auch so wichtig, auch für Lehrkräfteberatung dann auch die, diese Menschen dann in ein die Beispiel nehmen. Ich habe letztens immer wieder auch als Vertreten in einem Kurs mit ukrainischen Flüchtlingen, weil die im Bereich Hotelcenter sind da oftmals scheinbar auch überqualifiziert und können das dann alle erst ein halbes Jahr in Deutschland. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass die Lehrkraft auch nicht in eine Rolle kommt, die ich über das gar nicht gelernt habe, aber
deshalb will ich sagen, hochkomplexe, hochanspruchsvolle und während des Kurses, weil man keine unbeschriebenen Blätter vor sich hat, wie vielleicht in der Schule in der ersten Klasse, wenn die Kinder von den Teilnehmern lernen, sondern da ist ganz, ganz viel auch an Berufs, die noch nie gehört hatte davon und bereitete sich gerade vor auf ihr Praktikum am Frühstück, die man auch hier im Hotel, so wo ihr auch einen Vertrag setzen kann. Wir haben das Anerkennungsgesetz. Also Jobturbo, so schnell wie möglich in Arbeit. Da tun sich die Welt aus allen Wolken, als ich erstmal die Wege aufgezeigt habe, wie Sie als Pharmazeutin, als Apothekerin und bedanke mich ganz, ganz herzlich für all diese Informationen und für den Einblick an wen sie sich wenden muss. Dieses Thema bezogenes Deutsch. Vielen Dank. Sie war natürlich überglücklich, war aber erstmal auf der ganz falschen Fährte, weil sie davon ausging, sie hat gar keine Chance.